Leute, herzlich willkommen zum nächsten Part mit dem Pangemeer. Ja, sind ja letztens hier stehen geblieben, dass wir endlich mal hier unten diesen Feind besiegt haben, sag ich mal. Und jetzt suchen wir natürlich nach dem nächsten Krieg, versteht sich. Was wir denn jetzt als nächstes angreifen? Und da ist die Antwort ganz, ganz simpel gefallen, weil ich ja links Rom ist, weil jetzt hier auch gerade Rom von den Hispanen weggedrängt wird, sehe ich gerade. Anscheinend. Bereiten wir uns erstmal nach hier aus. Voraussetzt, das überlässt uns hier die Galliten zu. Seid willkommen, wohl oder übel. Nein, nicht setzen. Das ist für uns. Und okay, in die Richtung können wir uns doch nicht ausbreiten, weil mit Rom möchte ich ja eigentlich keinen Stress haben. Saniten sieht man auch eindeutig zu groß. Damit werden wir unser Militär zu viel reinversetzen. Wobei es eigentlich auch eine gute Chance wäre gegen die Saniten. Ich würde sagen, wir probieren es doch gegen die Saniten. Wir ja schon lange gegen die Territoriumsansprüche haben und so. Also ich möchte schon sehr gern die Ecke haben. Ich gucke jetzt erstmal, dass wir noch hier noch alles so ein bisschen ausbauen. Und dann gehen wir auch in die nächste Runde. Der nächste Krieg ist dann gegen die Saniten tatsächlich. Dann geht direkt der große Krieg los. Auch nicht schlecht. Mehr ist Lebensmittelknappheit, das bezweifle ich schon. So ein bisschen. Naja. Ich höre. Wir haben 22 Lebensmittelknappheit. Ich hab nicht auf Essen geguckt, scheiße. Ich hab einfach drauf losgebaut und hab nicht geguckt, wie viel Essen wir haben. Fuck. Zu viel ausgebaut, nicht gut. Wie ihr verlangt. Kann ich euch behilflich sein? Leisen Schrittes. Ich will mich ausruhen.
Mein Können steht euch zu Verfügung. Kämpfe für das Volk. Nach einer Schlacht. Naja, das gefällt mir nicht so. Jetzt muss man die Einheit hier in der Stadt reinpacken, damit die eine Einheit verliert. Das verzögert jetzt unseren Vorstoß doch ein kleines bisschen. Aber wir werden uns natürlich auch von sowas nicht aufhalten lassen. Mal gucken mal, ob wir doch noch einen guten Handelspartner irgendwo finden. Nur uns mag halt einfach keine Sau. Hier, mit denen haben wir schon 700. Also das Geld geht eigentlich so. Die haben wir jetzt hier komplett eingenommen. Wir können eigentlich mit die auch ein Handelsabkommen machen hier. Ah, guck mal, die Fresse. Du bist ein scheiß Klington von mir und sagst, nö, ich halte nicht mit dir. Können nicht rechnen und lügen. Seid willkommen, Botschafter. Wenn ihr... So, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Handel. Geld. Jetzt kriegen wir direkt 9300, das ist gut so. Okay, wir beenden die Runde. Jetzt fahren wir natürlich in eine Nahrungsmittelknappheit rein, die uns doch ein bisschen zu schaffen machen wird, sag ich mal. Gegen Mittag an diesem Tag. Oh mein Gott, Verschleißbericht. Hier, Garnisonsarmee. Autsch. Es geht überall der Ausbau los. Zu Nahrungsmitteln. Und wir klauen uns da mal ein paar Nahrungsmittel in der Provinz da. So, ich glaube, wir klauen jetzt hier uns ein bisschen Nahrung. Wir gehen trotzdem plus 3 Nahrung, aber wir klauen uns trotzdem hier die. Wie kann ich euch dienen? Nahrung. Und ja. Ja, Ausbau möchte ich jetzt eigentlich gerade nicht wirklich irgendwas, was einfach Nahrung kostet. Gefällt mir nicht so. Also in der Zukunft muss ich auf jeden Fall besser aufpassen. In dem Bereich, das habe ich jetzt schon gelernt, dadurch auf jeden Fall. Ego beenden, die wir gerade nichts machen können. Jetzt erstmal die Lebensmittelknappheit jetzt raus, sag ich mal. Ja.
Gucken können wir hier. Stimmt, es gibt hier Erlasse. Sollten wir auch mal erlassen. Witzig. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei neue Lasse mit ein bisschen mehr Nahrung und so. Das ist schon nicht schlecht. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt hier noch eine Forschung irgendwie. Komm, wir machen das mal. So, aber wie es hier geht. Wie es hier weitergeht, sieht ihr im nächsten Part, weil dieser Part ist ein bisschen kürzer, weil der kommt heute noch raus, wie auch der Part davor. Deswegen ist jetzt ein bisschen kürzer, lasst da noch oben da ein Abo da, wer diesen Content feiert. Und unterstütze mich damit dann durch. Tschüss.